Für viele Südseeinseln gibt es keine Rettung mehr. Weil der Meeresspiegel steigt, werden sie bis zum Ende des Jahrhunderts versinken. Flutkatastrophen werden zunehmen. Weltweit müssen 200 Millionen Menschen vor dem steigenden Meeresspiegel flüchten, wenn die Erderwärmung nicht gestoppt wird. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist sich einig. Der Klimawandel ist vom Menschen gemacht und nur ein konsequenter Rettungsplan kann die Katastrophe verhindern. Herzlich willkommen bei Quarks und Co. In diesem Winter haben wir möglicherweise einen Vorgeschmack auf das Klima der Zukunft bekommen. Zuerst die ungewöhnlich milden Temperaturen und dann fegte Kyrill über das Land. Der Sturm hat nach Schätzungen der Rückversicherer allein in Deutschland einen Schaden in Höhe von 3,5 Milliarden Euro verursacht. Nun, wenn sich das Erdklima weiterhin so erwärmt, werden sich auch solche Wetterextreme häufen und damit natürlich auch die Schäden. Also im Klartext, Klimawandel kostet, und zwar auch in Europa. Die OECD hat eine Studie vorgelegt, hat das mal untersucht. Hier sehen Sie die Skigebiete in Deutschland, die schneesicher sind. Derzeit sind es 39. Aber wenn sich nun das Klima erwärmt, sieht man, die Zahl der schneesicheren Skigebiete nimmt ab. Und bei einer Klimaerwärmung von 2 bleiben nur noch wenig. Bei plus 4 Grad bleibt in Deutschland gerade mal ein einziges schneesicheres Gebiet übrig. Nun stellen Sie sich diesen Trend vor, zum Beispiel in Südtirol. Dort lebt man ja vom Skitourismus. Also wenn der Schnee wegbleibt, ist das der Untergang einer ganzen Wirtschaft. Nun, die Ursache für die zunehmende Klimaerwärmung sind wir, ist unser Lebenswandel. Denn wir verbrennen fossile Brennstoffe, wie zum Beispiel Briketts. Nun, dabei erzeugen wir Treibhausgase wie Kohlendioxid. Frage, wenn ich dieses Brikett verbrenne, wie viel CO2 oder Kohlendioxid produziere ich? Hier sehen Sie es, das ist Kohlendioxid in fester Form. Und zwar, ich produziere mehr Kohlendioxid, als das Brikett wiegt. Nun, wie geht das? Man kann sich klar machen, bei der Verbrennung ist es so, dass der Kohlenstoff sich verbindet mit dem Sauerstoff in der Luft. Also die Verbrennung von einem Kilo Kohlenstoff erzeugt 3,6 Kilogramm Kohlendioxid. Doch was hat Kohlendioxid mit unserem Klima zu tun? Ein Planet für Menschen soll es sein. Eine neue Erde. Wie wäre es damit? Von der Größe her ideal. Aber für Menschen viel zu kalt. Minus 270 Grad. Also mehr an die Sonne damit. Sie heizt die Oberfläche auf. Ein Teil der Wärme wird zwar sofort wieder in den Weltraum zurückgestrahlt. Dennoch ist es schon deutlich wärmer. Minus 3 Grad. Aber für Menschen ist das immer noch zu kalt. Die Erde ist ja auch noch nicht fertig. Meere und Kontinente, Berge und Seen müssen her. Und natürlich eine Atmosphäre mit Stickstoff und Sauerstoff. Die lassen es erstmal kälter werden, obwohl die Sonne genauso intensiv scheint wie vorher. Denn die Atmosphäre reflektiert einen Teil der Sonnenstrahlen. Die Erde kühlt ab. Doch die Sonne lässt Wasser aus den Meeren verdampfen. Und der Wasserdampf in der Atmosphäre lässt die Temperatur wieder ansteigen. Von minus 18 auf 2,5 Grad plus. Trotzdem ist es noch zu kalt. Aber da helfen ein paar Gase. Methan, Lachgas und Kohlendioxid. Exakt 15 Grad Celsius. Die paar Gase und der Wasserdampf machen die Erde so angenehm warm, weil sie die zurückgestrahlte Wärme festhalten, wie eine Bettdecke. Das ist der Treibhauseffekt. Wasserdampf und Treibhausgase halten die Wärme in der Nähe der Erdoberfläche. -15 Grad Celsius. Für die Menschen warm genug. Doch der Mensch pustet immer mehr CO2 in die Atmosphäre.
Das hat den Effekt einer dickeren Bettdecke. Es wird wärmer. Die eingestrahlte Sonnenenergie bleibt gleich. Doch immer weniger Wärme kann in den Weltraum entschwinden. Die Treibhausgase reflektieren mehr Wärmestrahlung zurück zur Erde. Wenn die Menschen so weitermachen, dann muss bald eine neue Erde her. Neue Erde gibt es nicht. Nun, die Durchschnittstemperaturen auf unserem Planeten unterliegen natürlichen Schwankungen. Seit dem Höhepunkt der letzten Eiszeit in Europa haben wir einen Temperaturanstieg von 5 Grad, allerdings über einen Zeitraum von 20.000 Jahren. Doch im Industriezeitalter beobachten wir in nur 100 Jahren eine Temperatursteigerung um 0,7 Grad. Also eine Veränderung, die 30 Mal schneller abläuft. Und die zeigt Konsequenzen. Ein Fünftel des Polareises ist in den letzten 30 Jahren abgeschmolzen. Und diese Region reagiert besonders empfindlich auf den raschen Temperaturanstieg. Das Abschmelzen des Eises am Nordpol geht also sehr viel schneller voran, als die Klimaforscher es noch vor ein paar Jahren erwartet hätten. Und wenn das Eis am Nordpol schmilzt, dann wird das den Klimawandel noch beschleunigen. Das möchte ich Ihnen verdeutlichen mit einem kleinen Experiment. Eis oder Schnee ist weiß und weiße Farbe reflektiert. Wir haben es hier mal modellhaft, also weiß steht für das Eis, blau für das Wasser, grün für das sonstige Land. Wir haben einen Spot, geben Licht drauf und jetzt schauen Sie sich das Bild unter der Infrarotkamera an. Da erkennt man nämlich hier, das Eis ist blau, also kalt, wohingegen das Wasser sehr viel wärmer ist. Das Ganze wird auch deutlich, wenn man sich die Temperatur anschaut, und zwar hier kann man es deutlich sehen, die weiße Fläche ist kühler als die grüne oder die blaue. Und jetzt stellen Sie sich das vor in der Arktis, das Eis schmilzt, Wasser bleibt übrig, Wasser heizt sich schneller auf, damit wird es insgesamt wärmer, also das restliche Eis schmilzt schneller. Und genau das nennen Experten einen Rückkopplungseffekt. Nun, die Erwärmung der Arktis ist nur eine von vielen Rückkopplungen im Klimasystem der Erde. Und genau das macht Vorhersagen so schwierig. Wie man dann noch eine zuverlässige Prognose erstellen, muss man dann jede Menge Annahmen machen. Die Zukunft des Klimas auf der Erde hängt ganz entscheidend von der Entwicklung der Menschheit ab. Um diese Zukunft zu berechnen, müssen Klimaforscher verschiedene Größen berücksichtigen. Wächst zum Beispiel die Weltbevölkerung, steigt der CO2-Ausstoß. Im vergangenen Jahrhundert wuchs die Bevölkerung der Erde von 1,6 auf 6 Milliarden. Die Prognosen für die Zukunft gehen auseinander. Einige Szenarien sehen für das Jahr 2100 nur einen geringen Anstieg auf 7 Milliarden. In anderen Prognosen bevölkern zum Ende dieses Jahrhunderts 15 Milliarden Menschen die Erde. Gehen wir einmal von diesem Fall aus. Dann geht ein großer Batzen CO2-Emissionen in die Modellrechnung ein. Aber nicht nur die Masse der Menschen macht's, sondern auch ihre Lebensumstände. Für die Klimaprognosen ist es eben auch entscheidend, wie sich die gesamte Weltwirtschaft entwickeln wird. Die wichtigste Frage: Schließt sich die Kluft zwischen Arm und Reich? Und wenn die anderen zu den Industriestaaten aufschließen, leben sie dann genauso CO2-intensiv wie ihre Vorbilder? Bis jetzt erzeugen die Industriestaaten die Hälfte der Treibhausgase. Nehmen wir an, dass sich ein großer Teil der Welt diesem Lebenswandel annähert. Ein dicker Packen CO2 für die Klimamodelle. Die Forscher müssen auch berücksichtigen, welchen Einfluss die Menschheit auf die Natur nimmt. Denkbar ist, noch mehr Regenwald wird gerodet, die Ackerflächen weiten sich aus. Ein Anstieg des Wohlstandes lässt den Fleischkonsum weltweit steigen. Gehen wir weiter von einer ungünstigen Entwicklung aus. Brennender Wald bedeutet mehr CO2. Außerdem erzeugen Rinder große Mengen Methan.
Doch wie viel CO2 kann die Menschheit überhaupt in die Luft pusten? Das hängt entscheidend von den Vorräten an fossilen Brennstoffen ab. Die Schätzungen, wie viel Öl, Gas und Kohle noch in der Erde und unter den Meeren schlummern, gehen weit auseinander. Die Menge der Vorräte hat aber eine direkte Auswirkung darauf, wie effizient damit umgegangen wird. Sind Öl und Kohle billig, wird auch wenig Geld in hocheffiziente Kraftwerke investiert. Folge wären weiterhin hohe CO2-Emissionen. Natürlich werden die Vorräte einen direkten Einfluss darauf haben, auf welche Art wir unsere Energie gewinnen. Dies ist für die Klimaforscher beinahe die wichtigste Frage. Denn wenn ein Land sich aus wirtschaftlichen Gründen entscheidet, auf erneuerbare oder nukleare Energiequellen zu setzen, dann kann es seinen CO2-Bedarf begrenzen. Je größer der Anteil von Kohle, Öl und Gas, desto stärker schlägt auch der Energieverbrauch zu Buche. In unserem pessimistischen Szenario deckt die Welt im Jahr 2100 ihren Energiebedarf immer noch zu 3/4 aus fossilen Brennstoffen. Die Klimaforscher füttern mit all diesen Annahmen ihre Klimamodelle. Bei eher pessimistischer Abschätzung errechnen sie einen Temperaturanstieg von 4,5 Grad. Aber die Zukunft könnte auch anders aussehen. Die Menschheit wächst langsam und verschwendet nicht. Ein steigendes Gesundheitsbewusstsein senkt den Fleischverbrauch. Die Rohstoffvorräte sind knapp und werden deshalb effizient eingesetzt. Und die meisten Länder setzen mindestens zur Hälfte auf nicht fossile Energieerzeugung. Folge: Die Rechenmodelle sagen dann einen Anstieg um 2 Grad voraus. Welchen Weg die Menschheit geht, ist die größte Unsicherheit der Klimaforscher. Und von diesem Weg hängt die Zukunft des Klimas ab. Es gibt also nicht nur ein, sondern viele verschiedene Szenarien, je nachdem, welche Annahmen dort gemacht werden. Und wir haben mal 3 stellvertretend rausgepickt und im Internet können Sie verfolgen, wo die Unterschiede liegen, also wo zum Beispiel mehr oder weniger CO2 entsteht und dementsprechend die Temperatur stärker oder weniger stark ansteigt. Es ist also höchste Zeit zu handeln. Eine wichtige Ursache ist, wie gesagt, unser Ausstoß von Klimagasen wie zum Beispiel Kohlendioxid. Nun, der Weltdurchschnitt pro Kopf liegt derzeit bei 4 Tonnen CO2 pro Jahr, aber nicht alle Länder sind gleich. Und das sehen Sie hier auf der Karte hinter mir. Hier sind die Länder verzerrt dargestellt. Und zwar je größer die Fläche, umso mehr CO2 stoßen sie aus. Und man kann etwas deutlich sehen, hier die USA, höchster CO2-Ausstoß pro Kopf. Im Vergleich Südamerika erkennt man kaum. Ähnlich auch Europa. Große Flächen, also viel CO2 im Vergleich dazu. Afrika kann man kaum erkennen. Vielleicht bis auf 4 die Republik Südafrika. Und wenn man es dann konkret macht, nehmen Sie Deutschland und raten Sie mal, wie viel CO2 wir, jeder von uns, im Schnitt pro Jahr produzieren. Man kann es kaum glauben. Es sind 10,2 Tonnen pro Bundesbürger. Eine gigantische Menge. Nun, CO2 ist unsichtbar und daher ist es uns oft nicht bewusst, wo wir CO2 ausstoßen. Nehmen Sie nur ein Beispiel, das Auto. Sie können sich's gut merken. Wenn Sie mit dem Auto 6-mal voll tanken und das Benzin verfahren, dann produzieren Sie so viel CO2, wie das gesamte Auto wiegt. Und das klingt unglaublich, aber im Internet rechne ich es Ihnen Schritt für Schritt vor. Klicken Sie uns an unter www.quarks.de. Nun, auch im Haushalt produzieren wir jede Menge CO2. Und in der folgenden Geschichte zeigen wir Ihnen einmal, wo. Guten Tag, Birk von der Verbraucherzentrale. Stefan Birk will die Kohlendioxidschleudern in Christians Haushalt ausfindig machen. Was meinen Sie denn so im Vorfeld? Wie würden Sie sich einschätzen, so eher als Energiesparer oder Energieverschwender? Ich schätze mich unterdurchschnittlich ein. Unterdurchschnittlich? Ich bin ja Energieverschwender. Ja, genau. Ich glaube, also,
Also mir fällt es schon schwer, auf solche Dinge zu achten. Ich ertappe mich dann auch schon mal dabei, dass ich irgendwie Sachen lange laufen lasse. Oder wenn ich finde, mir ist es kalt, dann drehe ich auch irgendwie die Heizung volle Kanne auf oder so. Der Energieberater hat einen ganzen Rucksack voller Messinstrumente mitgebracht. Ja, lassen Sie uns mal kurz einen Blick in Ihre Wohnung werfen, was uns da so an Besonderheiten auffällt. Ja, da fängt es ja gleich schon an. Sehe, das Fenster ist auf Kipp. Ist das jetzt zufällig oder ist das ganzen Tag auf Kipp? Nö. So eine Stunde, zwei zum Lüften. Ich mach's direkt dazu. Ja, weil vom Energieverbrauch her ist es günstiger, wirklich eine Stoßlüftung zu machen von Zeit zu Zeit, also Fenster ganz auf. Ist natürlich jetzt schwierig hier bei dieser Fensterbank hier. Ja, jetzt schaue ich mal hier, ob mir hier Stromverbraucher auffallen. Nicht nur das Heizen verursacht Kohlendioxid, sondern auch alles, was am Stromnetz hängt. Oft auch dann, wenn das Gerät an sich ausgeschaltet ist. Ja, das ist für die Lampe hier. Das ist aber jetzt aus. Spüren Sie mal. Ja, das ist immer ein bisschen warm, aber das ist auf jeden Fall aus. Das kann man hier an dem Stecker anmachen, dann geht hier oben im Schrank, das ist für die Schrankbeleuchtung hier. Ja, Sie sagen so, es ist immer ein bisschen warm. Das ist ja jetzt ein schönes Beispiel für einen unnötigen Bereitschaftsverbrauch. Das heißt, der Schalter für die Lampe, die Sie oben haben, der ist hier. Und egal, ob Sie das jetzt eingeschaltet haben oder nicht eingeschaltet haben, ist dieses Netzteil immer am Netz. Der Strom ist bei Christian aber nicht der größte Posten, sondern tatsächlich die Heizung. Das ist in fast allen deutschen Haushalten so. Im Gesamtvergleich schneidet Christian trotz der kleinen Sünden klimafreundlicher ab als der Durchschnittshaushalt. Sein Joker, er wohnt mit Frau und Kind zusammen. Das heißt, der gesamte Verbrauch wird durch drei geteilt. Ich habe immer sehr dafür plädiert, jeder muss ein Auto haben von uns, weil wir auch, wir haben einen zweijährigen Sohn, der muss zur Tagesmutter und zurück und so weiter. Ich bin beruflich auch viel unterwegs, du eigentlich auch beruflich viel unterwegs. Nö, ich finde, wir kommen mit einem Auto hin. Christian fährt auch zum Einkaufen mit dem Auto. Dabei sind gerade kurze Strecken für die CO2-Bilanz gar nicht gut. Das Anlassen des kalten Motors verbraucht besonders viel Energie. Christian fährt im Jahr 12.000 Kilometer mit dem Auto. Das sind 2 Tonnen Kohlendioxid. Sein einziger Flug innerhalb Europas ergibt fast so viel wie das ganze Jahr Bahnfahren. Das tägliche Autofahren schlägt bei Christian deutlich zu Buche. Mit 3,3 Tonnen liegt er über dem deutschen Durchschnitt. Klimaschutz gibt es auch beim Einkaufen. Nur ist das Christian gar nicht bewusst. Also letzten Endes überlege ich mir, worauf habe ich Lust, was mag ich, beziehungsweise was mögen die anderen in der Familie. Und dann gucke ich auch schon mal auf den Preis. Christian könnte auch auf die CO2-Bilanz der einzelnen Lebensmittel achten. Der Überseewein ist dabei noch harmlos. Er wird nämlich überwiegend mit dem Schiff transportiert. Aber von weit her importiertes Obst und Gemüse verursacht 5-mal so viel Kohlendioxid wie der Wein, wenn es mit dem Flugzeug kommt. Das ist schon eine richtige Klimasünde. Milchprodukte sind das übrigens auch. Tierhaltung, Transport, Kühlung. 39% der Treibhausgase bei Lebensmitteln gehen aufs Konto der Milchprodukte. Fast genauso klimaschädlich ist Fleisch. Vegetarier leben klimafreundlicher. Das war's, danke schön. Bei Christian sind es vor allem Wurst, Milchprodukte und eingeflogenes Obst, die seine CO2-Bilanz in die Höhe treiben. Dieser Einkauf wöchentlich und dann aufs Jahr hochgerechnet ergibt 1,9 Tonnen. Zusammen mit seinen anderen Einkäufen übers Jahr verteilt, kommt Christian weit über den bundesdeutschen Durchschnitt. So ein deutliches Ergebnis hätte er nicht erwartet. Aber der Energieberater hat noch eine Menge Tipps auf Lager, wie Christian seine CO2-Bilanz in Zukunft reduzieren kann. Das Einfachste wäre in jedem Fall, sein Auto öfter stehen zu lassen. Man kann also einiges tun. Hier sehen Sie noch einmal, auf welches Konto unser CO2-Ausstoß geht. Wohnen macht immerhin 32% aus, dann die Mobilität, ein wichtiger Faktor, Ernährung, der Konsum und die Allgemeinheit, wie zum Beispiel Straßenbau. Aber wenn Sie sich das anschauen, alleine Mobilität und Wohnen macht die Hälfte aus. Und hier kann man einiges ändern.
Ganz konkret, im Haushalt gibt es jede Menge elektrischer Geräte, jede Menge Elektronik. Und viele dieser Geräte haben Netzteile. Wir haben es ja auch im Film gesehen. Und diese Netzteile verbrauchen auch dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Sie werden warm. Hier gibt es einen ganz einfachen Trick. Steckerleiste und alles zusammen ausschalten. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir nur den Standby-Betrieb von Fernseher und Co. abstellen würden, könnten wir hier in Deutschland im Jahr 18 Milliarden Kilowattstunden einsparen. Das entspricht der Leistung von zwei großen Kraftwerken. Also durch die eine oder andere Umstellung kann man seinen persönlichen CO2-Rucksack problemlos auf die Hälfte des derzeitigen Durchschnitts reduzieren. Und das, was eine einzelne Person schafft, kann auch eine ganze Region schaffen. Ein Viertel weniger CO2 bis 2020. Dieses Ziel hat sich die Stadt Münster gesetzt. Birgit Wild liefert die Ideen, wie das Ziel Wirklichkeit werden kann. Sie arbeitet im Umweltamt. Es ist eine Aufgabe, die mir einfach seit irrsinnig langer Zeit sehr, sehr viel Spaß macht. Es ist jeden Tag wieder eine Motivation, zu versuchen, die Bürger zu motivieren, die Mitarbeiter zu motivieren, die Mitarbeiter in anderen Fachämtern mit ins Boot zu holen. Das wirklich umzusetzen, ist die Herausforderung und ist eigentlich das Interessante an der Aufgabe. Weniger CO2 produzieren, das fängt bei der Energieerzeugung an. Auf dem Dach der Halle Münsterland ist Platz für eine Solaranlage. Sonne und Wind produzieren in Münster 5% des benötigten Stroms. Obwohl die Solarzellen auf einem öffentlichen Gebäude stehen, gehören sie nicht der Stadt. Es ist eine Bürgersolaranlage. Sie wird finanziert von Bürgern der Stadt Münster. Und die Bürger refinanzieren ihr Geld sozusagen durch den eingespeisten Strom. Wir stellen dieses Dach nur zur Verfügung für diese Solarbürgeranlage. Und sie ist eigentlich in Bürgerhand. Selbst an diesem trüben Januartag produziert die Solaranlage noch ein bisschen Strom. Richtig viel Strom kommt aus dem Kraftwerk gegenüber. 2005 wurde es komplett modernisiert. Also das Kraftwerk da vorne ist im Endeffekt umgebaut worden, neu gebaut worden teilweise auch. Es war früher ein Kohlekraftwerk und heute ist es ein Gas- und Dampfdruckkraftwerk, in dem sowohl Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt werden und das über Gasturbinen, die die anfallende Wärme dann weiter in das Fernwärmenetz der Stadt Münster abgeben. Dank der Kraft-Wärme-Kopplung wird die Energie, die im Erdgas drin steckt, richtig gut ausgenutzt. So spart Münster satte 10% CO2. Strom sparen, elektrische Geräte in Pause abschalten. Im Kampf gegen zu viel CO2 ist das von entscheidender Bedeutung. Eine Lampe alleine oder zum Beispiel einen Bildschirm alleine auszuschalten, ist natürlich, wenn ich alleine es mache, sind das nur 30 Kilowattstunden pro Jahr oder 4,80 Euro im Jahr. Das ist ganz wenig. Wenn das aber 2.500 Mitarbeiter machen, dann sind das plötzlich 80.000 Kilowattstunden und 12.000 Euro pro Jahr. Und das ist schon eine stolze Summe. Alle Mitarbeiter der Stadt werden regelmäßig im Stromsparen geschult. Häuslebauer zwingt Birgit Wild sogar zu ihrem Glück. Seit 10 Jahren verkauft die Stadt Münster Bauland nur noch an Bauherren, die sich verpflichten, ein Niedrigenergiehaus zu errichten. Wegen der guten Wärmedämmung braucht es nur wenig Heizenergie, wenn es fertig ist. Zu Anfang haben die Bürger natürlich ein bisschen gemurrt, aber mittlerweile empfinden sie es als Sicherheit, dass sie einfach auch wissen, wir werden ein Haus bauen mit einem wirklich niedrigen Energieverbrauch, ein wirkliches Niedrigenergiehaus. Um dieses Haus warm zu halten, werden seine Bewohner nur ein Viertel so viel heizen müssen wie beispielsweise in einem nicht sanierten Altbau. Und das rechnet sich. Mit dem Programm Ökoprofit will Birgit Wild Unternehmen dazu bringen, CO2 zu sparen. Der Werkzeughersteller Wienker hat teilgenommen und verbraucht seitdem pro Jahr 12.000 Kilowattstunden weniger Strom. Es kommt ein Energieexperte in jeden Betrieb rein, schaut sich den Betrieb an und gibt Empfehlungen. Wo könnte man was in kleinen Maßnahmen, vielleicht im Dienstleistungsbereich schon machen? Oder wo kann man auch in der Produktion Energie einsparen? Bei Wienker senkte vor allem eine Erkenntnis den Stromverbrauch. Ursprünglich liefen alle Maschinen mit 10 Bar Druckluft. Aber mit 8 Bar funktionieren sie genauso gut.
Ich stelle mir natürlich vor, dass wir noch eine Menge weiterer Maßnahmen machen können, denn 25% CO2-Reduzierung reichen nicht aus, um den Klimawandel, sage ich mal, zu drosseln. Wir müssen mehr Energie sparen, wir müssen den CO2-Ausstoß weiter reduzieren, wir müssen sicherlich an 50% CO2-Reduzierung rankommen. Und das geht auch. Davon ist Birgit Wild fest überzeugt. In ihrer Stadt, auf kommunaler Ebene, probiert sie aus, was möglicherweise einmal bundesweit Standard werden könnte. In vielen Bereichen müssen wir also auch umdenken. Nehmen Sie zum Beispiel das Lieblingskind der Deutschen, das Auto. Vor kurzem ging ich durch Berlin und kam vorbei an einer großen Werbewand. Mitten im wärmsten Winter wurde da für Geländefahrzeuge im Schnee geworben. Also das ist schon ziemlich seltsam. Überhaupt, Geländewagen als Statussymbol, um damit in der Stadt einkaufen zu gehen. Zum Teil versucht man sich dann gegenseitig in Sachen PS zu übertreffen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Wenn man alleine bedenkt, dass solche Geländewagen mehr CO2 produzieren, doppelt so viel wie normale Autos, bis über 300 Gramm CO2 pro Kilometer. Da müsste die Politik sofort handeln. Und ich habe einen konkreten Vorschlag. Autos mit einem Durchschnittsverbrauch, sagen wir mal, von über 7 Liter, können nicht mehr steuerlich als Dienstwagen abgesetzt werden. Wer sogar mehr verbraucht, wird zur Kasse gebeten. Ich glaube, das wäre ein wirkungsvoller Schritt. Nur, man muss sich auch trauen, ihn umzusetzen. In anderen Bereichen ist man da mutiger. Nehmen Sie die Energiewirtschaft, Stichwort Emissionshandel. Nun, worum es da geht, kann ich Ihnen hier kurz zeigen. Jede Fabrik produziert CO2. Und jetzt passiert Folgendes. Der Staat gibt nun sogenannte CO2-Zertifikate aus, also ein bestimmtes Kontingent für jedes Unternehmen. Und der CO2-Ausstoß ist ein bisschen geringer als das, was normalerweise produziert wird. Mehr darf man nicht verbrauchen. Schauen Sie sich die Fabrik hier an. Die hat so weitergemacht wie bisher und irgendwann sind die Zertifikate verbraucht. Sie darf nicht weiter produzieren. Die andere Fabrik hingegen hat modernisiert, der Ausstoß wurde reduziert und sie kann nun ihre CO2-Gutscheine weiterverkaufen. Das heißt, er muss draufzahlen und der hier verdient. Also man hat im Grunde genommen Emissionen eingebaut in die Regeln der Marktwirtschaft. Ein tolles System, wenngleich es zumindest derzeit noch zu viele Ausnahmeregeln gibt. Der Weg ist auf jeden Fall richtig. Und da gibt es einen Mann, er ist kein Umweltaktivist, kein Klimaschützer. Es ist der ehemalige Chefstratege der Weltbank, Nicholas Stern, und er hat mit seinem Bericht für Schlagzeilen gesorgt. Er hat uns nämlich etwas vorgerechnet. Wenn wir uns so verhalten wie bislang, das Klima sich also verändert, dann wird es immer mehr Katastrophen geben und die kosten. Und zwar richtig viel Geld. Bis zu 20% des Bruttosozialproduktes dieser Welt. Ein anderer Weg: Wir retten unser Klima, auch das kostet allerdings eben nur 1%. Also spätestens nach dem Stern Report gibt es keine ökonomischen Argumente gegen die Klimawende. Die Zahlen, die Fakten liegen auf dem Tisch. Also auf was warten wir noch? Das war's für heute. Übrigens, wenn Sie Lust haben, Ihre persönliche CO2-Bilanz zu errechnen, klicken Sie uns im Internet an unter www.quarks.de. Und auch diese Sendung gibt's als Podcast. Bleiben Sie treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Nächste Woche geht Quarks und Co. der Frage nach, wie sich Kälte auf den Körper auswirkt. Mit Wärmebildkamera und Messfühlern beobachten wir, warum Frauen und Männer unterschiedlich frieren und zeigen die besten Tricks dagegen. Fit für die Kälte mit Quarks und Co. am nächsten Dienstag um 21 Uhr im WDR Fernsehen. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.